Verhaftungen, Repressionen, 1,5 Millionen Binnenflüchtlinge. Das ist Myanmar 2 Jahre, nachdem sich das Militär an die Macht putschte. 1. Februar 2021. Die demokratisch gewählte Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi wird gestürzt. Suu Kyi selbst wird festgenommen und weggesperrt. Heute am Jahrestag des Putsches hat das Militär den Ausnahmezustand um 6 Monate verlängert. Norman Odenthal. Aus der Luft mit aller Härte. Myanmars Militär fliegt immer wieder solche Angriffe, macht Jagd auf Opposition am Boden. Ein Kampf mit ungleichen Mitteln. Ai Chan hat ein Bein verloren, aber sein Widerstand bleibt entschlossen. Ich bereue nichts. Den Kampf, meine Verletzung. Ich habe diesen Weg gewählt, denn dieser Weg ist richtig. Wenn es mir wieder besser geht, kämpfe ich weiter gegen die Junta. Weiter bis zum Ende. 2 Jahre seit dem Putsch, die Junta feiert sich als Bewahrer der Stabilität und herrscht mit brutaler Gewalt, der Tausende schon zum Opfer fielen. Dennoch bleiben dem Regime Freunde, allen voran China und Russland liefern Geld und Waffen. Für dieses Jahr sind Wahlen versprochen, aber falls es die gibt, was sind sie wert? Wahlen sind nicht frei und fair, wenn es Verhaftungen, Folter, Exekutionen von Oppositionellen gibt und auch nicht, wenn Journalisten verboten wird, ihren Job zu machen. Die letzten freien Wahlen hatte sie gewonnen, Aung San Suu Kyi. Das war 3 Monate vor dem Putsch. Das Letzte, was man jetzt von ihr sah, war ein Bild in den staatlichen Nachrichten. Die Wahlsiegerin im Gerichtssaal, verurteilt zu 33 Jahren Haft. Das Militär räumt seine Gegner aus dem Weg, so oder so. 3 deutsche Städte haben heute eine Auszeichnung.